Wenn ich an Weihnachten in Brasilien denke, kommen ganz stark Erinnerungen aus meiner Kindheit. Und zwar, ich verbinde die Weihnachtszeit mit dem Begriff Arbeiten. Meine Mama hat jahrelang einen Friseursalon gehabt und zu Weihnachtszeit waren die beste Geschäftszeit überhaupt. Das hat es so die Bedeutung gehabt, dass die ganze Familie in diesem Friseursalon mitgeholfen hat. Und zwar bis ganz, ganz kurz vor der Weihnachtsfest an sich. Ich kann auch mich erinnern, das Haus war voll. Meine Tante sind zu uns in die Stadt gekommen, um mal zu helfen. Wir waren alle zusammen und haben an den Weihnachts-, also an der Heiligen Abend bis, keine Ahnung, 18, 19 Uhr gearbeitet an diesem Friseursalon. Und dann sind wir schnell nach Hause gegangen, haben das Abendessen vorbereitet, auch gegessen, um Punkt um 0 Uhr an der Kirche zu sein, in der wir bei diesem Weihnachtsgottesdienst um Mitternacht teilgenommen haben. Und das ist eine Zeit mit sehr, sehr vielen schönen Erinnerungen für mich. Diese ganze Lichter, diese ganze Gesange, diese ganze Lieder. Wenn ich zurückdenke, dann werde ich sehr emotional. Zu der Zeitpunkt war es so, dass wir sehr lang beschäftigt waren mit dieser Frisursalon, mit dieser Sache. Dann gab es irgendwelche Vorbereitungen für das Essen. Wir haben zusammen gegessen, die ganze Familie haben zusammen gegessen. Und dann sind wir in zum Gottesdienst gegangen. Zum Essen sich gab es immer mal wieder irgendwelche Reisgerichte mit Rosine, mit klein geschnittenen Äpfeln, irgendwelche Bohnen, Nudeln. Es war ein sehr schönes Essen. Was interessant dabei, die Reichen in Brasilien essen immer Puten zu Weihnachten. Wir haben uns nie einen Puten leisten können. Wir haben Rentier gegessen. Es war ähnlich vorbereitet, auch an dem Backofen. Und wir haben uns auch an diesem Abend richtig gut gehen lassen, was Essen angeht. Wir haben Weihnachtslieder, meistens sind die Übersetzung von irgendwelchen europäischen Liedern wie Noite Feliz, wäre sozusagen unsere Version für Stille Nacht. Und all, was hier bekannt ist, wie O Tannenbaum, haben wir auch eine Version davon. Was zu Lieder, als ich ein Kind war, gab es eine Künstlerin aus Brasilien, die hat mal alle die bekannten Weihnachtslieder in eine Platte aufgenommen, ein CD. Und da gab es auch zum Beispiel ein Weihnachtslied in Rhythmus von Samba. Und diese CD hat uns alle begleitet, weil egal wo du dich bewegt hast, bist du gegangen zum Einkaufen oder egal wo du hin war, hat immer irgendein Lied von dieser CD. Und im Nachhinein denke ich, das ist eher eine Traumatisierung gewesen, diese Lieder jahrzehntelang immer zu hören. Und heute noch, wenn man Thema Weihnachten, dann ist diese CD von Simone. Wird immer mal wieder gespielt. Aber wenn du jahrzehntelang, ein Monat lang das Ding hörst, dann irgendwann kannst du das nicht mehr hören. Interessant ist dass die Bräuche von Wichtel, es wird überall gewichtelt und zum Beispiel auf den Arbeitsplatz hast du, alle melden sich zum Wischel und irgendeiner organisiert das Ganze. Man bekommt eine Tüte und steht, zieh mal einen Namen und weiß, wer mein Geschenkpartner ist, wer ich beschenke werde.
Das macht man in die Schule, das macht man in der Familie, das macht man auch auf Arbeitsplätze oder in Vereinen. Überall macht man dieses Wischeln. Gibt es ein paar interessante Merkmale. Man vereinbart für diese Wischel einen Mindestpreis. Ich kann den Beispiel geben, die Brasilianer hier in Haum Kaiserslautern haben gerade mal zum Wochenende gewischelt. Wir haben eine Online-Weihnachtsfeier gemacht und davor hat jeder mal seine Geschenkpartner gezogen. Alles online und man hat einen Platz vereinbart, um diese Geschenke abzugeben, um natürlich auch seine Geschenke zu holen. Und wir haben uns zusammen in einer Zoom-Sitzung getroffen und haben diese Wichtel-Tradition dieses Jahr, der so von Sozialdistanzierung geprägt ist, haben auch unsere Tradition von Wichtel hier in Deutschland fortgeführt. Um diese Frage zu beantworten, denke ich, dass das Wichtel etwas, was ein Merkmal von Weihnachten in Brasilien ist. Ja, das ist interessant, die Sache mit dem Tannenbaum. Wir haben einen ökologischen Tannenbaum, wenn man das so sagen kann. Wir haben keine, wie hier in Deutschland, eine echte Tannenbaum, sondern wir haben einen Plastik-Tannenbaum. Das heißt, man baut diese Tannenbaum und nach Weihnachten kann man die abbauen, wieder zurück in die Kiste und die wird immer wieder neu verwendet. Das heißt, man kauft einmal in sein Leben einen Tannenbaum und kann jahrzehntelang jedes Jahr dieselbe Tannenbaum schmücken. Das heißt Papai Noel und es gibt eine sehr kommerzielle Figur. Es gibt verrückte Geschichte. Da in Brasilien sehr warm ist, da wir keine Rentiere haben, um diese fliegende Weihnachtsmann zu symbolisieren, was man aus den amerikanischen Kinos so kennt, dann gibt es ein paar Shoppingcenter, ein paar Shoppingcenter, die diese Weihnachtsmann mit einer Hubschrauber zu einem bestimmten Tag einfliegen lassen mit einer Hubschrauber. Und das sieht so aus wie der Weihnachtsmann, den man hier in Europa von einem bestimmten Erfrischungsgetränk so kennt. Das ist genau dasselbe Bild, so kräftiger mit langem Bart. Das haben wir auch. Und er kommt mit den Hubschraubern oft das Mal.